Guten Tag, hier auf einem kleinen, aber feinen Tutorial, how to mach dein Dach super mega scheiße mit dem Onkel. Ja, ich mach mein Dach auch immer scheiße. Ja, vom Gamers-Check-LP-Kanal. Ja. Guck da vorbei. Richtig. Und auch. Wenn nicht, dann gebe ich euch die Adresse vom Ceres und ihr könnt ihn verprügeln. Den Ceres? Genau. Bestes Angebot ever, oder? Seid richtig schön. Warum? Warum? Dann gucken sie ja erst recht nicht, weil dann wollen sie unbedingt die Adresse von Ceres haben. Das ist nicht so ein toller Schachzug, Herr Andy. Ja gut, aber die werden trotzdem rüberschauen. Werden es halt nur nicht zugeben, das kann auch sein. Wer weiß, was du da baust in deinem Rotlichtmilieu? Ich bauen. Soll ich jetzt mal anfangen, was ich bauen, du? Ich baue 3,50 Mark. Ich baue ein Ricola-Haus. Wer hat es erfunden? Der Schweizer. Der Schweizer hat es erfunden. Der Schweizer? Der Schweizer hat es erfunden. Immer auf die Schweizer losgehen. Und das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Nur weil das ein bisschen mehr Beton. Sir, wir haben Stöckerdusche, Sir. Du musst auch ein klein wenig langsamer sprechen. Ist das so Ordnung? Ich weiß nicht genau. Nicht. Entschuldigung. Hab's vergessen. Jo. Aber ich glaube, wir sollten das nicht zu hart machen. Nicht, dass wir noch geflammt jetzt werden. Wieso? Wir lästern doch nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Nein, wir respektieren alles. Wir haben nur unseren Spaß. Genau. Wir respektieren alles, außer Neonazis. Die mögen wir nicht. Die können sich den Hass in ihre Glatze schmieren. Richtig. JBO. So muss das sein. Das ist eine Textstelle aus JBO. Oh, da kennt jemand JBO. Natürlich, das ist schön. JBO. Und deshalb JBO. Okay, jetzt könnten wir eigentlich. Waren Blödsinns. Kriegerin schwarz-rosser Gold. Tod dem falschen Blödsinn. Eure Fröhlichkeit ist unser Sold. Richtig. Die haben bei uns in der Nachbarstadt haben die ein Konzert mal gegeben. Und Onkel gar nicht schlau. Nee, Onkel gar nicht doof. Hat sich einfach gestellt auf den Hof und hat alles mitgehört. Ja, bei uns war es mal in Happock, waren sie, aber haben sie ein Konzert gegeben, da bin ich mit hin. Mit hin? Da war ich noch nicht alt genug, da war ich schon 16. Da war ich 5. Aber, so damals Erinnerungsblase, ne? So, tust du dir so ein bisschen das Kinn streicheln, guckst du nach links oder rechts oben, dann kommt die Erinnerungsblase, so kommt der Rückblick. Damals als 5-jähriger Bub auf ein JBO-Konzert. Als du 5 warst, gab's da JBO schon? Ja. Da gibt's. Wann haben sie angefangen? Ach stimmt, ja, die haben ja jetzt schon 20 Jahre. Ja. Das ist ja auch schon alte Säcke. Ja, die haben glaube ich, 89 oder so angefangen oder sowas. Ach, keine Ahnung. Ice Bucket Challenge fand ich cool, wo der Vito C. Ice Bucket Challenge mitmachen sollte. Und das ist so, was machen die denn da für einen Käse? Das spende ich doch lieber. So der feine Herr, aber, weißt du? Aber die meisten, die machen die Challenge und spenden dann trotzdem. Ja. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, aber gehört sich trotzdem ein bisschen so, finde ich, ne? Echt? So, ja. Also, dass man trotzdem was spendet.
Ja, na klar, ich würde nur spenden und mir den scheiß Eimer nicht über den Kopf schütten. Ja, den Eimer über den Kopf schütten, das macht mal Spaß. Die Sache. Da gibt's keinen Spaß. Das ist ein ernstes Thema. Das ist eiskalt. Das ist so kalt. Jetzt stell euch die zwei Finger vor, die ganz, ganz nah beieinander sind. Weil kein Facecam und so, ne? What the fuck? Ja, ja, man muss ja alles immer so teilweise mit erklären. Ja. Sonst verstehen die ja nicht, was man meint. Oh, da ist noch Eisen. Genau, da könnte ich gleich mal so an die Leute mal so eine kleine Frage stellen. Und zwar überlege ich hier gerade Minecraft, weil hier baut man ja viel und macht viele Sachen, die ja zuzuschauen schon etwas langweilig sind, wenn man es so nimmt. Also ich habe überlegen, ob ich eine Facecam einbinden soll. Könnt ihr euch ja mal dazu melden und irgendwas drunter schreiben, ob ich es anschalten soll oder nicht. Ja, Gesichtscam. Oder ob ich das vielleicht sogar stören tut. Tut. Und dann werde ich schauen, dass ich Minecraft. Ne? Ja, halt, ne? Sicher. Mhm. Ich habe verstanden. So, aber nochmal darauf zurückzuführen, also beim JBO-Konzert, da war ich 16, dann ist ja natürlich 12 Uhr, kommt die Security und will dich rausschmeißen, dann habe ich so gesagt, ja, kann ich nicht auch bis zum Schluss mit drin bleiben, weil dann müsste ich jetzt draußen warten, bis alle fertig sind, weil das Taxi lohnt sich nicht extra zu holen, das kostet dann viel zu viel. Und dann durfte ich noch bis um 3 Uhr da bleiben. Das ist ja. Andere nicht. Das ist ja toll. Ja, also man muss es geschickt machen. Da hast du Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Vor allem, wir waren ja zu fünft, waren wir in der Gruppe. Und ja, ich war halt der Jüngste, ne? Ist ja klar. Aber dann durfte ich mir bleiben und dann kommt wohl noch das restliche Konzert, alles genießen und das Ganze. Haben uns noch die Autogramme geholt. Ich habe mir natürlich schon das schöne T-Shirt vollmalen lassen, ne, mit allen Unterschriften. Cool. Ja. Finde ich auch. Total toll. Total amazing. Amazing? Was ist mit Amazon? Ne, kommt mir nicht in die Bude. Nicht Amazon. Also, auf was bin ich auf der Suche? Ich bin auf der Suche nach Setzlingen. Welchen Setzlingen? Hast du Birke? Ich habe Setzlinge, ja, 5 Stück. Ich glaube, ich bräuchte ein paar Birke. Ich habe fünf Stück. Ich habe doch noch nicht alles verbraucht von den Setzlingen. Von den Oakwood. So, wie war das jetzt nochmal? Achso. Ich vergesse immer, wie alles funktioniert hier. Hätte ich nicht noch? Egal. Das. Warum vergesse ich das immer? Das gibt mir einen Sack. Medium. Huch. Pottery Table? Nein. Carpenter's Flower Pot. Oh ja, also die werden auch was. Uns sind sogar voll billig, wenn man so sieht. Wenn man keinen Bock auf Clay Farmen hat. Weil ich kann mir die Carpenter's Blocks zuhauf bauen. Oder ja, machen. Weil ich habe da nämlich so ein 385 Holz. So. Dann mache ich mal 12. Zack. Gibt's noch irgendwas Besseres?
Dann mach ich mal mit. Oh, Block auf Quarz kann ich auch ein paar davon machen. Cool. So. Ich mach mal ein paar Flowerpots. Ein paar Blüm-Blüm-Blüm-Täpfchen. Weil die aufstellen und dann kommen da zum Beispiel Blumen oder sonstigen Mist rein. Weil die Fensterteile, die passen da nicht einfach so. Ach, Manu. Wird schon wieder dunkel. Ja. Das ist tragisch immer. Meine Fresse. Mein Hals oder alle. Das gibt's da nicht. Das gibt's doch ja nicht. So, ich liege in der Bettchen. Ich sprinte in der Bettchen. Oh. Und ich liege auch in der Bettchen und dann dürfte es gleich wieder Tag werden. So, jetzt stehe ich neben der Bettchen. Ich stehe auf das Bettchen. Das ist wundervoll. Und ein fremder Mann steht auch neben dem Bettchen. Komisch. Was? Videocraft. Es wäre cool, wenn es so Liegestühle gäbe. Ich muss aufpassen. Müssen Sie das wirklich? Ja. Das Was ist, wenn ich mir... Aber jetzt. Sauber. Was ist, wenn ich mir sowas mache? So, jetzt kann man ja den Zaun total cool verändern. Oh, okay. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Ich muss ja hier noch irgendwie rauskommen. Mach ich okay. Hier so. Nice. Eine Screwgun? Was zur Hölle? Lock and Key? Farming Software? So. Ach, da kann man sowas herstellen. So lieber oder lieber so? Okay, da kann man. Nice. Schön. Turner Compass, den kann man finden. Ich glaube, ich mache. Ich schaue trotzdem, dass ich Liegestühle schaffe. Aber dann halt. Ja, ich werde mit den Bibliocraft Liegestühle bauen. So, Spruß. So. Pressure Plate, ein Slab und Sticks. So, da muss ich erst wieder gucken. Au. Au. Es tut so weh. Nehme ich alles. Ich hoffe, die hat sich hier niemand gepflanzt, weil ich die einfach wegreiß. Was? Na, diese Garden-Dinger. Stark-Tag-Garden. Okay. Genau, hier muss ich erstmal hin. Weil die stehen hier nämlich an Mars. Das ist aber schon komisch, oder? Ja, ein bisschen. Ich lass mal lieber stehen. Den Rest. Zum. Ich brauche keine Schafe mehr. Vergewaltigen. Ich habe immer eine Baumwollfarm. Hui, ich pflücke Baumwolle. Ich pflücke ganz heftig Baumwolle. Baumwolle?
Ja, ich habe ein Baumwollfeld. Ich habe zufällig Baumwolle gefunden und da habe ich dann so gecheckt, okay, Baumwolle. Nice, da muss ich mir ein Feld machen. Das schaut schöner aus, wie ich es jetzt habe. So mache ich den Zaun. Kann ich denn das hier unten vorne eigentlich auch verändern? Sau cool. Aber irgendwie. Irgendwie auch wieder nicht. So. Das. Nein. Das. Das. Na super, na super, na super. Nein. Doch. Nice. Nice. Ich brauche wieder Marbel. Marmor, würde ich sagen. Ja, ist auch Marbel. Ja, aber anderes Marble. Mach Marpopel? Genau der. Meine Fresse. Ich verbaue mich immer. So. Pressureplatten. Deste. Deste. Ach, Manu. Desta. Ich streiche den Zaun so wundervoll weiß. Sticks and Slab und. Ganz schön langwierig. Nein! Oh Mann! Was ist eigentlich, wenn ich das nehme? Hat es dann auch dieses hässliche Steinmuster? Ja, es hat dieses hässliche Steinmuster. Das reicht nicht das ganz. Möchte ich nicht. Möchtest du das nicht? So. Zack. Und Pock. Pock. Zack. Zack. Und die hier und zweimal Wolle. Ich bin jetzt so richtig froh, dass die Tür von alleine zugeht. Creeper! Es geht eh nichts kaputt. Ha. Huh. Verarscht. It's just a prank, bro. So leer. Und deine ganze Bude liegt in Trümmern. Meine? Auch meine oder die. Na. Meine? Na komm schon. Brenn mir den Stein. Danke. Brennen. Burn, baby. So. Na, hä? Ich hab doch. Ja? Och, Menno, hast du noch Marmor übrig? Ja, hä? Ein bisschen? Ich brauch 1, 2, 3, 4, 5 Blocks. Hab ich. Dann gib ich mal zu dir rüber, würde ich sagen. Vercrafted oder unvercrafted? Hauptsache weiß. Ich habe die Marble Bricks hauptsächlich noch. Ja, die Bricks, die machen, haben wir wieder Muster drin. Wenn dann die glatten ja. Weisen, das wäre schön. Das wäre so schön. Da habe ich 10. Krass, aber das ist schon geil, was du hier da so. Also mir gefällt das. Ich weiß nicht, was Cedis da hier hat. Mir gefällt es, die Brücke, die hier so drüber geht und so. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und gerade im Dunkeln sieht es cool aus, weil du es noch so schön beleuchtet hast. Mhm. Hallo! Ja, die ist halt jetzt nicht. Hallo! Die ist halt jetzt nicht so richtig gebaut, dass der Schwerpunkt eigentlich so in der Mitte ist. Aber es muss ja nicht alles realistisch sein. Boah, Alter. Die Schrägen hochzulaufen ist ja auch hässlich. Ach, ich bin die ganze Zeit auf der Leertaste, ich Vollidiot. Oh Gott, ich denke die ganze Zeit, Alter, warum zuppelt das denn so? Yeah, dankeschön. Hier, brauchst du noch Wolle? Weniger eigentlich, aber nehme ich gern. Ja,
Da, da ist meine Kuh- und Schweinezucht. Genau, hier oben war ich noch gar nicht in der Aufnahme hier. Ja. Wieso ist das hier so verschieden? Hast du das mit Absicht gemacht? Ja, das war vorher, war es eigentlich, war hier über Stein. Und das war ich kleiner, das ganze Gehege, und dann. Oh, hallo. Und Schweine sind da auch mit drin. Stirbkuh. Ja, weil ich brauche Schweinefleisch. Außer ich bekomme, ich finde den Dschungel endlich irgendwann mal. Warum ist hier alles Holz? Das ist das, wenn du mal mir kurz, oder warte, wir gehen erstmal da hinten da hin. Also ich zeig dir das Ganze mal. Das ist mein Koppelgenerator. So, hier. Cobblestone-Generator. Weil ich brauchte mal Cobblestone. Ja. Ganz easy, da ist ein Nether-Portal. Da drin. Ach cool, warte mal. Kannst du in den Nether? Ich glaube, wir gucken mal rein. Ein bisschen mal reinlunzen. Genau. Ich war zwar schon mal drin, aber. Hui. Ja, warst du definitiv schon drin. Hier hat jemand zugebaut. Hier waren ein paar Monster zu viel. Anscheinend. Der Nether hat Erde. Hast du das hier gebaut? Oder ja, was? Überwachsenes Nether. Netherstein. Hast du das so gebaut oder wächst das von Nein, allein? Das ist so entstanden. Das ist ja cool. Ja. Boah, der Nether sieht schon geil aus, ja. Da hat sich aber viel getan im Nether auch, weil hier Bäume Schade. Und so. Oh, hier bist du schon überall mal langgelaufen. Ja. Saugeil, da drüben steht ein böser Wicht. Ein böser Wicht. Ein böser Wicht. Oh, ja, warst da du mal schon sichtbar. Ja, das ist ein bisschen. Oh ja, nice. Cool. Das Nether ist schon echt geil. Ja, es ist ein edler Platz, ne? Aber warum kann ich denn da hinten Himmel sehen? Darum, anscheinend. Ach so. Erklärt natürlich so, einiges. Wo bist du eigentlich jetzt wieder hin? Öhrknolle. Was ist ein Öhrknolle? Nimmst du mit? Kann man es essen? Keine Ahnung. Bioms, ne, das ist irgendwie so ein Bioms-Zeug. Warum so plenty? Rindblätter. Ich wüsste, wo du wärst. Ich bin hier, wie kann ich das erklären? Wo bist du? Ja, wenn du nach links guckst, dürftest du mich sehen. Okay. Ja? Warte, ich mach mal. Ach, fuck, glaube ich. Ah, ich sehe dich. Gerade keine. Ich baue noch ein bisschen Quarz ab. Das gibt gut Level. Also, wenn du Level brauchst und verzaubern willst, mein Keller steht dir offen. Dein Keller steht dir offen? Ja. Da sehe ich keine Tür im Keller. Ja, hinter dir läuft so ein Vieh rum. Ja, lass es ruhig. Solange du die nicht schlägst, werden sie nicht aggressiv. Ach so. Ja, ist eine Fackel. Kannst du im Dunkeln was sehen. Das ist Ski. Ja, wenn du die Fackel in der Hand hältst, siehst du im Dunkeln. Ich weiß. Ich weiß schon, aber ich habe keine Fackeln mitgehabt. Deswegen war es schön. Ja, ich habe dir extra nicht zugeworfen, noch schnell. Das Nether ist schön. Guten Tag. Aber eigentlich wollte ich dir noch mal kurz das Portal zeigen. Der ignoriert uns einfach eiskalt, ne? Aber hier hinten, siehst du das? Hier hinten siehst du Himmel. Ja, das ist wegen der Distance da, das ist den ganzen Kram. Und wie ich am Shader. Was ist das da oben? Das sind so Knochenteile, ne? Da kriegst du Knochen raus. Wenn du dir das abbaust und dann im Crafting-Inventar kannst du verkraftest, Knochen machen oder was? Bekommst du einmal Knochen und daraus kannst du Knochenmehl machen. Cool. Ganz, ganz ergiebig. Du musst nicht die ganze Zeit Skelette farmen. Und wieder raus. Sehr cool, wir waren mal im Nether. Und wir müssen den Part auch beenden. Ja, das können wir dann gleich machen. Das bisschen können wir ja noch überziehen. Hier drin ist meine Chicken Farm.
Meine Eierfarm. Aha, 6 Stück. Woo, was für eine Farm. Ja. Ja, da sind erst 3 Hühner drin. So. Da sind doch gar keine Hühner. Doch, da sind 3 Hühner drin. Hä? Hörst du die nicht? Ach, die sind in dem. Die sind hinterm Stein. Die gammeln auf dem Hopper oben drauf ab. Ach so? Boah, du Drecksack. Total eingeengt. Leere Batterie. Dann folgen wir mal schnell. Dann zeig aber ich warum müssen wir jetzt hier das Ganze halt? Das siehst du gleich. Ach so. Weil das, was dann unten steht. Jo, nice, fliegt erstmal hier in die Luft. Das, was hier unten steht, wollte ich ursprünglich oben bauen. Ach so. Aber dann habe ich gemerkt, da oben wächst es extrem langsam und hier unten wächst es wesentlich viel schneller. Und dann habe ich mein Biodrom hier unten aufgebaut. Sehr nice. Ja, also von der Ansicht sieht es richtig geil aus. Stimmt, das habe ich in einem Part bei euch gesehen. Da kam ja noch die Frage, ob das Wasser reicht. Stimmt. Ja, im Normalfall braucht es eigentlich überhaupt kein Wasser. Aber ja. Wegen den Steinen oder was? Wegen dem Gartenzoll. Oh. Burn, baby, burn! Okay. Auch nice aus. Wo geht's denn hier hin? Ach, hast du auch eine kleine Mine im Berg gemacht hier? Ja. Oh, cool. Was ist das denn? Das ist der Verzauberungstisch. Das ist der Advanced Enchanting Table. Da kannst du deine Verzauberungen wählen, die du drauf machen willst. Cool. Ja, und das sind die Drawer. Okay. Also die Storage Drawer. Kannst du also alles. Ja, kannst du die Sachen reinhauen und die können. Aber wenn 32 du 4 Stück. Wenn du 4 Stück reinhaust vom selben, wird es ein großes Bild. Oder was? Nein. Du siehst unten rechts, kannst du sehen, wie viel drin ist von was. Also unten rechts an deinem Bildschirmrand. Ach da. Da siehst du die Menge. Also zum Beispiel Green Schist Cobblestone 125. Also sind 125 Cobblestone drin. Okay. Bei den ganz rechts ist es so, dass die sich aufstecken zu dem höchsten, was gibt, also zu die Blöcke. Also hast du davon, glaube ich, 16 Stack-Blöcke kannst du reinklatschen, glaube ich. Okay, sau cool. Ja, finde ich nice. Ja, da hast du ja richtig Arbeit gehabt hier mit dem Ding, wa? Ja, ein bisschen. Das war schnell zu craften. Ah, hier ein kleines Ausstellungsschränkchen mit Pfeil und Bogen und Spitzhacke in der verzauberten. Ja. Und hier, da geht's. So, und Spastibaum. Warum Spastibaum? Ja, guck ihn dir doch an, wie behindert er gewachsen ist. Spastibaum. Okay. Und Mongobaum ist schon vergeben. Sonst hätte ich ihn so genannt, aber ja. Spastibaum ist Spastibaum. Ja, da geht's zu meiner Dachterrasse. Ui. Ach, cool. Ja, das sieht aus wie Liegestuhl. Ja, so ungefähr, ne? So. Cool. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die benutzen kann. Töpfe, egal. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Live in the Woods. Mit dem netten Gamers-Check-LP. Falls sie wieder dabei ist. Wie es so strahlt im Mondelicht. Ja, genau. Ich weiß nicht. Tschüss. Jo, tschüss.